Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Einfach erklärt. In der heutigen Folge will ich euch mal die Bedienoberfläche des neuen VW Golf 8 vorstellen. Wir bleiben hier ganz bewusst mal auf dem Anzeige- und Bedienteil, also der Teil, wo sich das Thema Navigation, Radio und so weiter abspielt. Ich werde euch in dem Video erklären, welche Bedienebenen es gibt und welche Funktionen auf den ersten Ebenen verfügbar sind und wie der Homescreen konfiguriert wird. Kommen wir mal zu den verschiedenen Bedienebenen. Es gibt einmal auf dieser Ebene das sogenannte Menü-Grid. In dem Menü-Grid habe ich die Möglichkeit, alle Funktionen, die es im System gibt, aufzurufen. Es gibt hier solche Funktionen wie zum Beispiel Telefon, Radio, Media, Navigation und Fahrzeug. Und wenn ich weiter nach unten scrolle, in den unteren Ebenen die Themen Setup, Assistenten, Alexa, wenn man es denn installiert hat. Wenn man nun von dem Menü-Grid auf die erste Homescreen-Seite rüberwischt, dann sieht man dort verschiedene Fahrzeugfunktionen. Dazu gehört einmal das Thema Navigation, rechts oben das Thema Radio, hier unten das Thema Fahrzeugfunktion und das Thema Klang. Es gibt für den Homescreen auch eine zweite Seite, die sehen wir hier. Dort sind ab Werk die Funktionen Telefon und Fahrdaten hinterlegt und zusätzlich noch solche wie das Thema Nutzermanagement, Shop und Hilfe. Ihr habt das hier oben schon gesehen, hier gibt es so eine kleine Lasche, die kann man runterziehen und dort findet man als Nutzer verschiedene Schnellzugriffsfunktionen, die lassen sich auch belegen, das zeige ich euch gleich. Des Weiteren das Thema Bildschirmhelligkeit einstellen und man hat die Möglichkeit hier oben über einen Schnellzugriff zwischen einem hellen und dunklen Skin zu wechseln. Sieht das hier, wieder auf hell. Und oben drüber habe ich die Möglichkeit per Schnellzugriff meine Privatsphäre-Stellung einzustellen. Ich kann also quasi zwischen maximaler Privatsphäre und zwischen dem Vollzugriff wählen. Das hat dann Auswirkungen auf die Online-Funktionen, die ich im Fahrzeug nutzen kann. Kommen wir nochmal auf den Homescreen zurück. Ich hatte ja gesagt, hier sind verschiedene Kacheln. Das sind aber nicht die, die ich nutzen muss. Ich kann diese auch, wenn ich möchte, selbst belegen. Ich zeige euch das mal. Wenn ich quasi einen Long Press auf eine der Kacheln mache, erscheint ein Konfigurationsmenü und ich kann die Funktion, die ich auf diese Kacheln legen möchte, hier direkt auswählen. Wir sind gerade beim Thema Navigation. Ich möchte jetzt Radio Medien dort drauf haben. Dann erscheint das dort. Das gleiche kann ich auch für alle anderen Kacheln machen. Wenn ich zum Beispiel hier auf die Radiokachel gehe und dann habe ich hier unten die Möglichkeit, mir die Funktion auszuwählen. Nehmen wir mal an, ich möchte jetzt Navigation dort haben, dann landet das an der Stelle. Ihr hattet ja gesehen, dass das momentan zwei verschiedene Homescreen-Seiten sind. Ich kann diese auch erweitern. Dazu muss ich hier oben auf diesen Stift tippen. Dann bekomme ich die Seiten, die es aktuell gibt, in einer Übersicht und kann über das Plus an dieser Stelle eine neue Seite einfügen. Das heißt, ich drücke auf Plus, werde aufgefordert, ein Layout zu wählen. Wir nehmen jetzt mal dieses Layout. Dann wird das dorthin gepackt. Ich habe dann die Möglichkeit, auch die Sachen dort zu belegen. Das geht in dem Moment aber nur, wenn ich dieses Stiftmenü wieder verlasse. Das heißt, ich drücke oben wieder auf den Stift und dann kann ich die Kacheln wieder belegen. An dieser Stelle zum Beispiel mit Fahrdaten und diese mit der Karte. Ich habe somit die Möglichkeit, alles frei zu konfigurieren, so wie es mir gefällt. Ich lösche jetzt die gesamte Seite wieder und lege mir hier wieder das Thema Fahrdaten hin, wie wir es vorher hatten, und verlasse das Ganze wieder. Man sieht hier schon unten in den Kacheln, ist das manchmal angedeutet, dort sind verschiedene Punkte hinterlegt, das heißt, dort sind noch mehr Daten, die ich abrufen kann. Wir sehen das hier bei den Fahrdaten speziell, sieht man ab Start 70 Kilometer Restreichweite bis zum Tanken. Ich bin 3 Kilometer gefahren und hatte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 9 Kilometer pro Stunde. Ich kann dann, wenn ich weiter wische, das Feld Langzeit oder auch das Thema Abtanken aufrufen. Das gleiche funktioniert für die Telefonkachel. Wenn ich hier verschiedene oder ja, mehrere Nutzer hinterlegt habe, dann kann ich auch diese durch Wischen durchscrollen. Exemplarisch geht das auch für das Thema Radio. Dafür lege ich hier nochmal Radio Medien drauf. Jetzt habe ich die Möglichkeit, Radio durchzuschalten oder ich kann das Ganze natürlich auch per Wischgeste machen.
Eingangs erwähnte ich ja schon, dass wir dieses Control Center haben. Das kann ich mir von oben wieder runterwischen. Auch hier habe ich die Möglichkeit, mir meine Favoriten genauso wie auf dem Homescreen zu belegen. Das heißt, ich mache einen Long Press auf eine Funktion, bekomme dann hier unten ein Fenster, wo die verfügbaren Funktionen hinterlegt sind. Eben war dort oben das Thema Start-Stop hinterlegt. Jetzt möchte ich zum Beispiel das Thema Verkehrsfunk, TP, dort ablegen. Dann muss ich das Ganze nehmen und dort reinziehen. Es ist jetzt nicht so wie in dem Homescreen, dass ich dort quasi eine Funktion anwähle und dann unten das Thema, womit ich dieses Feld belegen möchte, sondern ich muss es quasi von unten nach oben ziehen. Das ist nicht ganz durchgängig, aber ich glaube, das macht man auch nicht so oft, von daher passt das an der Stelle. Wenn ich das Menü verlassen möchte, muss ich auch hier wieder dieses X betätigen. Im Control Center gibt es neben dieser Seite mit den Schnellzugriffsfunktionen noch eine zweite Seite. Man sieht das da unten durch diese Anzeige. Das heißt, auch hier kann ich nach rechts wischen und bekomme dann an der Stelle Informationen angezeigt. Eigentlich so, wie man es auch vom Smartphone kennt. In dem Fall war es die Information, dass Alexa installiert wurde. Das ist eine App, die ich mir runterziehen kann. Ich habe dann die Möglichkeit, die Alexa-Funktionen, die ich auch von zu Hause gewohnt bin, im Fahrzeug zu nutzen. Wenn ich mal nicht weiß, wo ich mich befinde, zum Beispiel hier in dieser Konfigurationsebene, dann habe ich immer die Möglichkeit, über diesen Button, über diesen viereckigen Button zurückzuspringen. Das heißt, ich betätige ihn und lande immer auf der ersten Homescreen-Seite. Wenn ich ihn dann nochmal betätige, wechsle ich zwischen dem Menü-Grid und dem Homescreen. Auch das Menü-Grid lässt sich anpassen. Das heißt, wenn ich Funktionen ganz oben haben möchte, die ich häufig benutze, dann mache ich einfach einen Long Press und kann die beliebig verschieben und mir sortieren. Alle anderen Funktionen switchen dann nach unten und verschieben sich. Ich habe somit die Möglichkeit, das Ganze zu bedienen. Was gibt es noch auf der obersten Ebene? Ihr habt das vielleicht schon an anderer Stelle gesehen. Es gibt hier unten einen Touch-Slider. Es gibt nicht mehr diesen klassischen Lautstärke-Dreh-Drücksteller, sondern ich mache das quasi jetzt über den hier unten. Ich habe also die Möglichkeit, die Lautstärke über Tippen einzustellen. Oder ich kann auch an jeder Stelle anpassen und wischen. Das Schöne an der Stelle ist, ich muss mich eigentlich gar nicht so richtig darauf konzentrieren, wo ich hintippe. Denn diese Wischfunktion funktioniert auch, wenn ich sie aktiviert habe, über den eigentlichen Sliderbereich hinaus. Das Lautstärkefeld geht eigentlich von hier bis hier. Man sieht das durch diese kleinen Erhebungen. Wenn ich aber jetzt die Lautstärke verstellen möchte und hier in der Mitte anfasse, dann kann ich auch über die Kanten hinauswischen und es bleibt trotzdem aktiv. Also es ist eigentlich sehr gut während der Fahrt bedienbar. Des Weiteren habe ich links und rechts von der Lautstärkeverstellung das Thema Temperatur. Auch hier funktioniert das genauso wie mit der Lautstärke. Ich kann tippen oder ich kann auch wischen und hier sieht man das, wenn ich über die gesamte Länge wische, verstellt sich die Temperatur trotzdem. Das heißt, auch das Ganze ist eigentlich während der Fahrt sehr gut bedienbar. Hier oben in der linken Ecke des Systems finde ich noch weitere Informationen zum Thema Uhrzeit. Wir haben es jetzt 10.49 Uhr und ich sehe, ob mein Fahrzeug online ist oder nicht, über die Weltkugel. Ist sie weiß, dann ist das Fahrzeug online grundsätzlich, ist sie ausgegraut, dann nicht. Und wir haben das hier oben im Control Center auch schon mal gesehen, dieses kleine Piktogramm mit dem Männchen und den verschiedenen Zusatzsymbolen, das zeigt mir quasi, ob ich online oder offline bin oder irgendwo dazwischen einen Status angewählt habe. Über die kleine 1, die dort oben in dem blauen Feld eingeblendet ist, wird mir gesagt, dass es eine Information gibt, hatten wir vorhin ja schon gesehen, und zwar die Information Alexa wurde installiert. Wenn ich sage, alle löschen, verschwindet die Information und auch die 1 verschwindet dort oben links im System. Ja, das waren die grundsätzlichen Informationen zu der ersten Bedienebene im Infotainment-System des neuen Golf 8. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like, einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Ich werde in Zukunft weitere Filme zu dem Thema Infotainment-System online stellen und euch erklären, wie die einzelnen Kontexte funktionieren. Also was kann man im Fahrzeugsystem machen, beim Telefon, bei Radiomedia, sodass ihr dann auch euer System zu Hause im eigenen Fahrzeug ohne Probleme nutzen könnt. Vielen Dank!